Dann jetzt der Zeitmodus. Okay, Möwen, Bogen, Hummer, Fische. Kriegt mal hin. Achso, zuerst die Möwen. So. Ich glaube, da drin ist Sägen im Leuchtturm. So, wir gehen nicht nach da unten. Den Fehler haben wir einmal gemacht, das lassen wir. Okay, die Möwen haben wir. Jetzt die Bögen. Ach, da sind die Fische. Jetzt sehe ich sie. Hab sie überall gesucht. Das ist die Hummer. Ja. Und jetzt die Fische, die Boot fahren. Auch interessant. Guck mal, das sind Landfische. Und der letzte. Nein! Ah! Leck mich am Arsch, du blöder Sardine. Es ist sogar eine Sardine. Ah, oh, das ist doch gemein. Der letzte. Es ist doch nicht wahr. Ich wusste, dass ich ihn nicht erwische. Alter. Spiel, du hast mich, ne? So einfach, weil es kann. So. Einfach euch schon mal töten. Und runter mit dir. So. Ah, es ist ärgerlich. Wir tun uns viel zu lange auf dieser Rennstrecke aufhalten. Wollte ich gar nicht. Aber es ist eine schöne Rennstrecke. Das muss man auch dazu sagen. So, jetzt voll auf dich drauf. Bam. Bam. Guck mal, wie die wegfliegen, die Hummer. Aber immerhin gehen sie nicht so die Krabben in 1000 Stücke auf. Als hätte man eine Bombe in ihrem Körper platziert. Obwohl man sie nur abfackelt oder wegrammt. Okay, und diesmal treffen wir bitte den letzten. Das wäre mir sehr recht. Na also. Das war das letzte Rennen. Na schön. Diese Stimme, ich werde sie so vermissen. Cope! Oder Kobe? Nee, Cope. Jo, nochmal den Zeitmodus bitte. So. Und jetzt müssen wir nur noch Jäger finden. Ich bin mir ganz sicher, dass er in dem Leuchtturm drin ist. Aber nicht hier. Dann ist er unten. Ah, geht doch raus. So. Da ist er. Hi. Wo kommen nur diese Schafe in fliegenden Untertassen her? Gerade hat sich eins sein Ei geschnappt und ist abgehauen. Es ist super schnell, aber sein UFO ist beschädigt und qualmt. Ich glaube, ich kann mithalten, solange ich es durch die Rauchringe schaffe. Okay, wir haben eine Trophäe bekommen, weil wir Jäger gefunden haben. Das war wirklich, wirklich schwierig. Den schnapp ich mir. Okay. Jäger das Schaf-UFO jagen lassen. Na los doch. Nee, ist doch nur ein Ei. Es ist deine Familie, Spyro. Sowas kann man doch nicht mal als Antwort hier angeben. Mann. Bin gleich zurück. Alles klar, letztes Mal Jäger. Und wir müssen einfach nur dem UFO folgen und durch die Ringe fliegen. Sollte ja nicht so schwer sein. Warum auch immer er unbedingt durch die Ringe fliegen muss, aber keine Ahnung. Vielleicht wird er dadurch einfach schneller. Kann ja sein.
Hör auf, so krumm rumzufliegen. Nein! Oh. Wo kommen nur die Ideen? Das war fies. Der war fies. Das war nicht so nett. Aber egal. Er ist tatsächlich schneller, wenn er durch die Ringe fliegt, weil er kommt dem UFO immer näher. Natürlich wird es dann auch schwieriger, die Ringe zu bekommen, ne? Wenn wir ganz nah an dem Ding sind. Jawohl. 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 Na komm, jetzt gib doch einfach auf. Oh. Oh. Ja, hab's, okay. Gottes Willen. Jetzt aber, komm. Dankeschön. Das war knapp. Kurz vor der Bruchlandung des UFOs ist das Ei rausgefallen. Das sah sehr, sehr brutal aus. Wollt's nur mal kurz anmerken. Also, was soll das denn? Gar keine, wir sind durch. Ja, ich auch. Ich liebe sie, weil ich sie ja absolviert habe. Wunderbar. Haben wir das auch. Das war die letzte Rennstrecke. Mann, jetzt sind wir schon fast durch, ey. Insgesamt fehlt noch ein Level. 4 Trophäen. 2 Skillpunkte. Dann haben wir alles. Und nur noch 9 Eier laut dem großen Tor da vorne. Dann begeben wir uns jetzt in die Dino-Minen. Den haben wir damals auch zuletzt gemacht, weil ich ihn einfach am meisten mag von den Leveln hier in dieser Welt. Ja, ich habe Favoriten. Darf man haben. Es fehlen tatsächlich ein paar Edelsteine, wenn ich das mal so anmerken darf, wenn man die Tür betrachtet. Ach du meine Güte. So, was sind denn hier die Skillpunkte? Triff alle Seepferdchen, triff den geheimen Dino. Seepferdchen? Dafür gibt es einen Skillpunkt, okay. Also wir müssen auch alle Kakteen abschießen, weil die nämlich Edelsteine in sich tragen, warum auch immer. Ist halt so. So. Dan ist das erste Ei hier. Fieses Versteck, aber ist okay. Wenn man es kennt, dann ist das eher nicht das Problem. Und wir haben hier wütende Dinos oder was auch immer das sein sollen. Mit Waffen? Mit Dynamit und mit Pistolen? Die mich irgendwie die ganze Zeit treffen. So. Wir machen dann noch Revolver Ocelot. Okay, was ist hier los? Hi. Verflixt und zugenäht, Spyro. Ich wollte nach meinem Gefangenen sehen, aber er ist irgendwie wieder abgehauen. Und als ich nach Spuren suchen wollte, hat mich einer von den ungehobelten Sauriern eingesperrt. Jetzt machen sie da draußen Ärger. Und ich kann nichts dagegen tun. Ist natürlich nicht so geil. Vor allem, wenn man selber der Sheriff ist. Das ist peinlich. Bitte was? Wieso wird er gesucht? Alter, warum wird Sergeant Bird denn bitte schon gesucht? Was hat er getan? Ach, das sind wahrscheinlich alle Steckbriefe von der Zauberin. Natürlich, weil warum sollte Bentley auch noch gesucht werden? Bei Bird hätte ich es ja mir irgendwie vorstellen können, aber ist okay.
gedacht gerade. Ich war gerade leicht geschockt. So, oh je. Das kann ja heiter werden hier. Guck mal, der macht echt einen auf Ocelot. Alter! Hör doch auf! Warum treffen die mich? Bin ich so schlecht? So. Das war er. Boah. Das kann ja noch heiter werden hier. Habe ich alles? Ja, nur die Kakteen nicht. Seepferdchen. Überleg grad, was genau mit den Seepferdchen gemeint ist. Ich meine, ja, es gibt Seepferdchen, das weiß ich, aber das sind noch ganz normale Gegner, oder? Oh Gott. Achso, auf damit. Ah, okay. Ich dachte gerade, ich kann da drauf springen. So, hier haben wir auf jeden Fall ein Leben. 50, das ist eine schöne Zahl, die gefällt mir. Okay, das funktioniert nicht. Aber sie haben mich nicht getroffen. Ich hätte tatsächlich eher einen Skillpunkt erwartet mit, ja, verbrenn mal hier alle Kakteen. Okay. So, jetzt sind wir im Wasser und hier müsste dieses Seepferdchen geben. Das sind die Seepferdchen, oder? Die auch rumballern. Alter! Ist okay. Ist okay. Ich habe verstanden, dass du mich töten möchtest. Boah, ich nehme hier so viel Schaden wie in dem ganzen Let's Play nicht, ne? So. Da ist noch ein Ei. Romy. Ach Gottchen. Mit dem Schnulli. Ist das süß. Oh, ich seh nix. Er tötet mich. Ich töte ihn. Ach komm. Ja. Aber das waren nicht die Seepferdchen, oder? Keine Ahnung. Ich blick's nicht. Aber das sind doch Seepferdchen. Und das ist der einzige Teil, wo man im Wasser ist. Ich verstehe es nicht. Ah doch, es gibt noch Seepferdchen. Ja, natürlich. Oder? Doch, es gibt noch Seepferdchen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich wieder rauskomme und vielleicht nicht gleich abgeschossen werde. Ja. Oh. Niemand hat sich um den Schmetterling gekümmert. Danke. Ich dachte, ja. Soll nicht so viel denken. Oh. Oh! Er trifft mich trotzdem. Oh! Wie war das? Das hier ist mein Lieblingslevel? Irgendwie nicht mehr. Das Agent 9, das letzte Mal. Da kriegen wir auch einen von den zwei Skillpunkten her, das weiß ich. Aber ich weiß immer noch nicht wegen diesen Seepferdchen. Das, wenn es jetzt nicht hier gleich ist, wo ich jetzt hingehe, dann weiß ich tatsächlich nicht, wo das sein soll. Jetzt gucken wir mal. Ja, lassen wir das mal kurz. Jetzt geht er da hoch. Da hoch. Und da rein. So, denn hier ist nochmal ein Wirbel. Ein Portal. So, und hier müsste es Seepferdchen geben. Einer der Dinosaurier hat ein Ei in diesen gefluteten Minenschacht geworfen. Ich würde es dir ja holen, aber ich bin kein guter Schwimmer. Ach so, und deswegen muss ich das jetzt machen, oder wie? Ist okay. Oh Mann. Dann machen wir das halt. Das ist, ja, die Herausforderung ist so ähnlich wie damals am Muschelstrand. Falls es noch jemand kennt.
Und hier müsste es doch diese Seepferdchen... Ach du Scheiße, geben. Wir dürfen halt nur gegen nichts knallen, weil sonst ist vorbei. Oh Gott! Oh Gott! Da! Ja, hab den einen. Das war einer. Oh Gott, die Steuerung ist so schwammig! Ah. Hab ihn. Also wir müssen sie nicht töten. Ich wette, ich glaube tatsächlich, dass das ein Skillpunkt ist. Hallo? Hat er mich echt getroffen? Das finde ich jetzt nicht so geil. Boah, die Steuerung ist nicht ohne hier. Tatsächlich. Oh. Ich tue nur ganz kurz in eine Richtung steuern, er geht richtig krass nach oben oder links oder rechts oder weiß was Gott was. Die müssen doch nicht unbedingt schießen, oder? Diese blöden Viecher. Das hätte man doch einfach lassen können. Ach, die sind alle tot jetzt. Ah. Auch nicht schlecht. Boah. Da ist einer. Ja, Skillpunkt. Ja. Du schwimmst ja wie ein Delfin, junger Drache. Ja, schön, ne? Elliot, das Schmunzelmonster. Die jungen Jahre. Oh, Gott sei Dank. Okay. Dann steht wirklich dem letzten Skillpunkt auch nichts mehr im Weg. Oh, Gott sei Dank. Bin gerade ein bisschen froh. Ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich ein Skillpunkt ist. Okay, Agent 9. Was steht da eigentlich? Na los, es ist Laserzeit, Agent 9. Ah, der mit seinem Laser. Der Sheriff hat gesagt, ich dürfte Hilfs-Sheriff sein. Also helfe ich mit, die Dinosaurier wegzujagen. Ja, das passt zu dir. Definitiv. Hi. Wenn du mal für eine Sekunde Ruhe geben und nicht so rumschreien würdest, könnte ich dir erzählen, was los ist. Die Bailey-Bande hat sich in den Gebäuden da drüben verschanzt. Du musst da rein und sie rausscheuchen. Okay. Mit Gebrüll. Viel Glück dir. Danke. Okay, wir bewegen uns selber nicht, wir müssen nur schießen. Da ist ein Wanted-Schild oder Poster von Sheila gewesen. Ich hab's genau gesehen. So, hier gibt es jetzt einen Dino, der einfach irgendwann plötzlich durchs Bild läuft. Den müssen wir abschießen. Dann haben wir den letzten Skillpunkt. Oh, Schießkünste. Ja, stimmt. Ich muss einen Dino töten in dem Minispiel hier, in dem ich gegen die Wand schieße und der dann auf den Dino drauf geht. Ganz vergessen. Hätte ich fast nicht gemacht. Ja, guck mal, da ist Sheila. Da ist Bentley. Fehlt tatsächlich nur noch ein Plakat von Agent 9. Wundert mich, dass wir den noch nicht gesehen haben. Das sind 100 pro alles Plakate von der Zauberin. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aua! Hä? Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. So einfach alles schießen. Ist doch nicht unsere Stadt hier. Da ist der Dino. Jawohl, das ist der letzte Fähigkeitspunkt. Kunstgalerie freigeschaltet. Wunderbar. Wir haben alle Skillpunkte in der Reignited Trilogy beisammen. Na, guck mal, da sieht man sogar ein bisschen den Laser gerade. Wir sind auch fast durch. Das sind die letzten Dinos hier. Das war's. Ich habe keine Ahnung, wieso die Bailey-Bande so hinter diesem Ei her ist. Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Es hat sie sicher jemand dazu angestiftet. Ja, vermutlich die Zauberin. Aber Sharon gehört uns. Yeah! So, jetzt laufen wir noch hier ein bisschen rum und sammeln die ganzen Edelsteine ein. Nee, der einzige, wo tatsächlich keins hat, ist Agent 9. Ah. Sparks hat es einfach durch das zoomende Fenster geholt. Auch nicht schlecht. Ach, hey. So, wenn, dann machen wir alles kaputt hier. So, da gehen wir gleich hin.
Oh, cool. Da ist nichts drin, soweit ich weiß. Nö. Hier haben wir noch diverse Dinge. Wir gucken uns die Kunstgalerie nachher an. Wenn wir die Zauberin besiegt haben. Wenn wir das gerne machen, da haben wir ein bisschen Zeit dafür. So, ist hier hinten noch irgendwas? Ja. Ah, da ist auch noch einer. Hätten wir fast wieder einen verpasst. Nehmen wir noch mit. Da ist nichts mehr. Hier hinten? Auch nicht. Okay. So, einfach der Vollständigkeit halber, ne? So. Hier noch kurz rein. Okay, und hier hinten ist nämlich noch ein verstecktes Ei. Tja. Sergio. Wotta, wotta. So, 145. Meine Fresse, ey. Das wird ja immer mehr. Ich glaube, dann müssen wir alle haben. Ich glaube schon. Ich glaube, Spark ist Zeit zum Portal. Ja, Zeit zum Portal. Okay. Also, ciao, Kollege. Was war denn das gerade? Was war denn das gerade für ein Störton? Alter, meine Ohren. So, hallo. Alle Edelsteine, wunderbar. Ach, so entkommen meine Gefangenen also immer. Hier, nimm das Dinosaurier-Ei weg, bevor einer ausschlüpft und noch mehr Ärger macht. War aber wahrscheinlich das kleinste Ei im Gelege. Ja, ist aber tatsächlich kein Dinosaurier-Ei. Keine Sorge. Kiki! Hoppala! Die Brille. Ein tanzenden T-Rex! Ich habe noch nie einen so süßen Saurier gesehen. Oh. Und alle Eier! Dann haben wir es geschafft. Die restlichen Eier kriegen wir halt leider erst, wenn wir die Zauberin besiegt haben. Das heißt, jetzt ist sie dran. Okay, es ist soweit. Das Finale. Der Kampf gegen die Zauberin. Wir sind bereit. Auf geht's. Reisen nach versteckter Zauberin. Alles oder nichts. Wuhu! Mach dich auf was gefasst, Zauberin! Agent 9 hilft uns, dieses Monster endlich zu besiegen. Dann geht's los. Git! Okay, wir können sie nicht direkt besiegen, weil sie sich sonst mit einem Zauber vor sämtlichen Angriffen schützt. Agent 9 hilft uns, indem er... Oh Gott. Indem er diese Waffen runterschießt für uns, mit der wir sie besiegen können. Habe ich sie? Okay. Das ist nicht so einfach, sie zu treffen. Okay. Wenn ihr mal genauer auf diesen Zauberstab guckt, dann werdet ihr merken, ja, es handelt sich tatsächlich um eins unserer Dracheneier, das sie da die ganze Zeit zum Zaubern verwendet. Finde ich nicht so nett. Deswegen finde ich es umso cooler, dass wir sie hier mit krassen Geschützen abschießen dürfen. Oh, das war knapp.
Geh doch weg. Lady. Ich warte, bis sie uns abschießen möchte. Haha. Okay, die Hälfte haben wir. Sie weiß nicht so ganz, was sie machen soll, ne? Oh Gott. Wo ist denn eigentlich Agent 9? Ich habe den kein einziges Mal bisher gesehen. Ich weiß nur, dass er die ganze Zeit für uns die ganzen Sachen abschießt. Okay, jetzt haben wir eine fliegende Untertasse. Juhu! Ach, da hinten habe ich ihn, glaube ich, gerade gesehen. Wenn wir es jetzt gut anstellen, dann müssten wir sie mit der hier besiegen können. Jawohl. Ja, bringt nichts, ne? Wenn wir da oben sind. Ah, Mist. Okay. Hat sie uns auch das erste Mal getroffen. Darf sie auch mal machen. Jawohl. Einmal noch. Einmal noch. Ah, okay. Kein Problem. Agent 9, gib uns nochmal bitte kurz ein schönes, geiles Gefährt. Dann haben wir sie. Ja, ja, du mich auch. So. Ah. Nein! Ah, du bist gemein, Lady. Ist nicht mehr so einfach wie damals, mit dem Ding zu treffen. Jetzt wäre vielleicht, genau, ein Schaf gar nicht mal so schlecht. Danke. Aber jetzt bitte nochmal eine kleine Waffe für uns. Nein. Nix da. Ah, die bewegt sich so komisch. Jetzt habe ich dich. Zauberin am Boden. Und wir haben George gerettet. Sehr schön. Oha. Spyro, du hast eine Zauberin besiegt, Dracheneier gerettet und die verlorenen Drachenwelten befreit. Was kommt als nächstes? Vielleicht ein schöner Urlaub am Drachenufer? Hm? Du bist manchmal echt ein Komiker, Bentley. Ich muss erstmal die restlichen Dracheneier finden. Und Jäger ist scheinbar auch wieder verschwunden. Also muss ich sehen, ob er im Schlamassel steckt. Du hast ihn nicht gesehen, oder? Hä? Ich? Oh, nein, nein. Aber wenn ich ihm über den Weg laufe, werde ich dir natürlich sofort Bescheid geben. Das ist echt komisch, Spyro. Avalars Portale sollten mich in die Drachenwelten bringen, aber ich bin hier gelandet. Vielleicht sind meine Koordinaten veraltet. Ja, um 1000 Jahre. Das würde erklären, warum das Buch so billig war. Da du jetzt mit Weltretten wieder fertig bist, kommst du und besuchst mich mal in Avalar? Klar, Elora. Aber erst suche ich die restlichen Eier und, Jäger ist wieder verschwunden. Sagtest du... Jäger? Tja, ich hab gesehen, wie er fortgeschlichen ist mit... Agent 9, ist das nicht ein Rhinox da hinten im Gebüsch? Ein Rhinox? Puh, den schnapp ich mir. Du legst dich mit mir an, Rhinoxchen. Dann setz es was. Komm schon, verstecken gilt nicht. Ich bin sicher, Jäger ist in guten Händen. Ich meine, er taucht auch sicher bald wieder auf. Versprich, dass du bald nach Avalar kommst, okay? Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Elch nicht ärgern? Das war Billys Idee, Hem. Ja, ja. Ist das wahr, Billy? Einen Moment, Billy. Spyro, schön, dich zu sehen. Hi, Sheila. Ich suche schon den ganzen Tag nach Jäger. Hast du ihn gesehen? Sorry, Spyro. Ich habe Jäger versprochen, nicht zu sagen, wo sie sind. Sie? Von mir hast du nichts erfahren. Oh nein, oh nein, 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 nein. Mua.
Das ist traurig, Sparks. Ein weiterer edler Krieger ist der Liebe zum Opfer gefallen. Schau einfach weg. Tja, ich schätze, wir müssen die restlichen Eier selber finden. Na los, Sparrow. Mach eine Pause. Sieh dir die Show an. Oh, das war jetzt gerade noch schön, wie sie sich da zusammen hingesetzt haben. Okay. Können wir das nochmal überspringen? Ja, wunderbar. 147 Eier haben wir jetzt beisammen. Das heißt, es fehlen aber noch zwei, ne? Wenn jemand ein bisschen mitzählen kann. Zwei Eier fehlen uns noch, aber wir haben doch nur noch eins zu holen, und zwar in Sparks Welt. Tja, es gibt noch ein kleines Bonusei hier am Mitternachtsberg. Das können wir jetzt holen, nachdem die Zauberin besiegt wurde. Und auf das habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Könnt ihr den Ladebildschirm bitte ein bisschen schneller laden? Ich möchte endlich eine alte Rechnung begleichen. Es wird Zeit. So. Wo sind wir eigentlich? Ach, bei der Rakete. Okay. So, guck mal, wer da steht. Da steht doch der alte Geldsack. Oder machen wir... Ach nee, weißt du was? Lassen wir den erstmal. Wir machen das gleich. Machen wir gleich. Machen wir erstmal das hier, komm. Kurz bevor du der Zauberin in ihren hässlichen Riesenhintern getreten hast, hat sie eine Fabrik für Roboterkäfer gebaut. Sie sollen gegen Sparks kämpfen, aber sie haben wohl keine Chance. Nö, haben sie nicht. Wir machen das mit Geldsack gleich. Ich heb mir das noch für den perfekten Moment aus. Auf, nicht aus. Und ja, das wird einfach toll. Die, wo das Original kennen, wissen natürlich, was passiert, aber ja, gleich. Das ist ja schnell vorbei hier. Der letzte Sparks-Level. Ah ja, wir müssen ein bisschen rennen. Die Robokäferfabrik. Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir den haben. Kann ich hier einfach nicht abschießen? Ja, kann ich. Gut. Den Schlüssel haben wir. Und da kommen die Robokäfer. Sehen es auch wirklich nach Robotern aus und nicht so wie damals einfach nach normalen Marienkäfern. So, den Schlüssel habe ich. Lass den Schmetterling mal da. Aktuell brauche ich ihn ja noch nicht. Oh Gott. So, der Staun. Ah, jetzt kriege ich den. Ich dachte doch gerade, hä? Da fehlt doch was. Ich möchte einen Edelstein dafür. Na, gib her. Nimm den doch. Schutzschild. Yay. Kamikaze Sparks ist unterwegs. Warte. Schieße ich ab und schnappe den Schlüssel. Jawohl. Das war witzig. Ah, ja, hat irgendwie gezählt, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. So. Was haben wir da? Multischuss. So. Das müsste jetzt theoretisch der Schlüssel sein, oder? Ja genau, der rote ist das rote Tor ist das letzte Tor. Dankeschön. Sehr nett. Gehen wir mal nach da oben. Befreien den Kerl. So. Dann haben wir alles hier in dem riesigen Raum. Dann gehen wir jetzt hier unten lang. Nähern uns dem Ende. Ja, die Level sind halt nicht wirklich so riesig, aber eine schöne Abwechslung waren sie jedes Mal. Da ist das Finale. Oh Gott! Das war jetzt gerade nicht so geil. Den nehmen wir noch mit. Hä? War das doch? Doch, das ist das Finale, nur ich komme da gerade nicht rein.
Ich muss erst den Schlüssel da holen. Oh, ich nehme gerade viel zu viel Schaden. Geh doch endlich kaputt hier. So, dankeschön. Jetzt zu dir. Oh, kriege ich bitte noch irgendwo einen Schmetterling? Ich möchte nicht mit einem grünen Sparks gegen den letzten Boss kämpfen, ey. Zwei Edelsteine noch und das sind die da. Okay, wir haben alle Edelsteine. Und jetzt müssen wir gegen diesen riesigen Robokäfer kämpfen. Und hoffen, dass er uns nicht wirklich wehtut. Ja, toll. So, juhu, jetzt sind es zwei. Das kann ja nur besser werden. Ach, kein Problem für Sparks hier. Guck dir das an. Aua. Der erste ist schon tot. Und den zweiten Hammer. Jawohl, gut gemacht, Sparks. Annabelle. Käferkrise. Hi. Okay, haben wir das geschafft. Guck mal, die haben uns alle zugeguckt. Ich bin euer neuer Meister. Okay, es fehlt nur noch eine Trophäe und dann haben wir Platin, Leute. Und die kriegen wir jetzt gleich. Ich freue mich gerade schon so mega drauf. Oh. Los, lad schneller. Bin bereit, meine Rache zu nehmen.